da bin ich wieder in Taiwan. 8. Ausgabe der 1&1 Tech Week, nicht aus New York. Letzte Woche musste ich aussetzen, mehr dazu später. Diesmal also aus Taipei. Freunde, eigentlich hatte ich schon eine wunderbare Überleitung fertig gemacht. Und zwar auf dem Flug zurück nach Singapur, beziehungsweise von Singapur aus nach Taipei. Und der Sonnenaufgang, der war so sensationell. Und es guckt euch mal ganz kurz an, wie das auf dem Samsung Galaxy Note 5 aussieht. Das ist jetzt eigentlich noch aus der letzten Woche. Und zwar ist es der Anflug auf den Changi Airport nach Singapur. Ich komme jetzt gerade zurück aus Barcelona über München. Hab noch etwa 4 Stunden vor mir, bis ich in Taipei bin. Und dann legen wir los mit der 8. Ausgabe der 1&1 Tech Week. Aber ist das nicht ein kackengeiler Sonnenaufgang? Manchmal liebe ich meinen Job, also wirklich so richtig. Nicht nur manchmal. Ja, und dann ist es halt passiert. Montezumas Rache hat mich für eine Woche ans Bett gefesselt. Das heißt, die 8. Ausgabe wäre eigentlich die 9., aber wir sind jetzt zumindest wieder hier zurück. Es ist kalt geworden und ich bin total falsch angezogen für die 16 oder 17 Grad, die momentan hier in Taipei herrschen. Aber wir haben eine ganze Menge an spannenden News für euch. Natürlich Samsung Galaxy S7 Edge und das Samsung Galaxy S7 im ausführlichen Test bei uns. Gehen wir gleich drauf ein. Dann habe ich einen sehr, sehr abgefahrenen Augmented Reality Ego-Shooter. Der wurde gerade auf Indiegogo komplett gefundet. Der Kasi hat sich Masquerade angeschaut. Das ist also eine App mit... Eigentlich würde ich hoffen, dass manche Leute die den ganzen Tag nutzen könnten. Ich schlage einfach mal vor, wir fangen mit den Samsungs an. Das ist er, unser Testbericht zum neuen Samsung Galaxy S7 Edge. Fazit: episch. Ebenso auch entsprechend der Testbericht. 6 oder 7 DIN A4 Seiten haben da Nicole, Marc und ich zusammengeklöppelt. Es ist ein Phablet 5,5 Inch. Lest es euch mal ganz in Ruhe durch, aber ich möchte hier und da mal ganz kurz auf ein paar Besonderheiten aufmerksam machen. Von vorne sieht es fast aus wie ein S6 Edge Plus, aber es ist kleiner. Hier mal im direkten Vergleich. Hinten 5,7 Inch, vorne 5,5 Inch. Aber es gibt hier noch einen weiteren Unterschied. Das sind diese abgerundeten Ecken. Jetzt bei dem S7 Edge, wie schon beim Note 5, es liegt dadurch viel, viel, viel besser in der Hand. Plus, es hat auch eine andere Kamera. Jetzt 12 Megapixel hinten, vorher hatten wir 16 Megapixel gehabt und die Fotos sind nach wie vor sensationell gut. Guckt euch diese, was auch immer das ist, ich möchte es gerne haben. Abschließend lässt sich sagen, auch performance-technisch ist es ganz weit vorne, einer der schnellsten SoCs, die es überhaupt gibt. Hier haben wir die entsprechenden Benchmarks, da könnt ihr das sehen im Vergleich zum Apple A9 Prozessor, der dann insbesondere natürlich im Multicore Benchmark komplett verblasen wird und auch bei AnTuTu liegt es entsprechend vor dem Apple iPhone 6S Plus. Wohlgemerkt, wir haben die Exynos 8890 Variante. Es gibt auch noch eins mit dem Snapdragon 820. Ich möchte euch ganz kurz das Fazit vorwegnehmen. Da könnt ihr es sehen. Das erste Smartphone, das erste Fablet, was wir überhaupt haben, was jemals in diese 9-Punkte-Klasse aufgestiegen ist. Das Beste, was wir zurzeit haben, beziehungsweise testen durften. Das kann natürlich auch im April schon mit neuen Geräten wieder Schnee von gestern sein. Aber es ist das erste Smartphone, was in diesem Bereich vorgestoßen ist. Und ihr seht schon, ich habe richtig Spaß damit gehabt und kann euch nur empfehlen, euch mal diesen Testbericht in Ruhe anzuschauen. Keine Angst, euch hat niemand was in den Kaffee gepackt. Das ist die Masquerade App. Und solche lustigen Sachen könnt ihr damit machen. Das ist der hier. Das ist der lustige Affe. Und dann gibt es noch so alle Hello. Und das Tigergesicht. Und hast du nicht gesehen? Das ist ja eigentlich einer meiner die ist auch gut. Nee, hier, er ist einer meiner Favoriten. Hello. Also, ihr könnt sie euch kostenlos für Android und iOS runterladen. Probiert es einfach mal aus. Jetlag. Immer noch. Und dabei geht es für mich schon in 2 Tagen wieder los, und zwar nach Deutschland. Da sind wir dann auf der CeBIT und werden euch ab Montag täglich berichten. Tech Lounge ist wieder angesagt. Also feinster Livestream, feinste Interviews, Tech Talk mit Branchengrößen, honorigsten Gästen aus der Halle 2 vom Intel-Stand. Wir sind wieder da. Aber wir müssen noch über weitere News reden.
ja, News sind es jetzt nicht mehr so, das ist jetzt schon fast eine Woche her, aber ich finde es ein ganz spannendes Gerät. Kennt ihr eigentlich schon Alexa? Alexa ist dieser kleine elektronische Assistent von Amazon und Amazon hat neben dem Echo, da haben sie es zum ersten Mal integriert gehabt, jetzt auch das Echo Dot vorgestellt. Und Echo Dot ist eine kleinere Variante des Amazon Echo und was das so drauf hat, das schauen wir uns mal in einem kleinen Promo-Video an. Alexa, alarm off. Alexa, what's on the calendar today? You have 12 events scheduled. Alexa, call me an Uber. Your Uber will arrive in 2 minutes. Alexa, what's the weather like today? There's a 100% chance of showers. Alexa, pair my Bluetooth speaker. Okay, paired. Alexa, it's time to reorder some paper towels. Okay, order placed. And Alexa, play my garage music. Playing your garage playlist from Prime Music. Alexa, play some jazz. Playing smooth jazz from Prime Music. Alexa, who's this? This is Picnic Basket by Lola Tone. Alexa, turn that up. Alexa, ask Domino's to send me my last order. Okay, order placed. Hey, isn't that Jason Schwartzman? No, that's not him. I would know if that was him. I'm pretty sure it's him. Okay, Alexa, who stars in Mozart in the Jungle? Stars include Malcolm McDowell, Jason Schwartzman. Ha! See? That was right. Ooh. Alexa, change the bedroom temperature to 65 degrees. Okay. Alexa, lights off. Okay. Alexa, good night. Good night. Sleep tight. So sieht das übrigens aus, wenn keine Sau da ist. Alle unterwegs sind doch. Melanie, unser Entwickler, ist da hinten. Aber so sieht das auch aus, wenn die nicht ihre Stühle ordentlich an den Tisch schieben. Wir haben das in der Schule schon gelernt. Das sollte runterlassen. Aber es gibt eine Firma, die hat eine Lösung dafür. Kommt so ein bisschen so aus dem selbstfahrenden Autobereich, beziehungsweise generell aus dem Automotive-Bereich. Das ist Nissan und die haben ein klasse Video dazu. Oh, nur. Übrigens aus, wenn ihr ein Smartphone seid und gerade in die Samsung Gear VR Brille reingepackt wurdet. Übrigens, ich glaube bis zum 10. März, also bis einschließlich morgen, könnt ihr noch bestellen. Dann bekommt ihr Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge zusammen mit der hier auch geliefert. Aber ich wollte euch eigentlich diesen Raum zeigen.
Ganz, ganz viele Kartons sind noch drin, aber das wird unser neues Streaming-Studio. Ab April werden wir die ersten Piloten fahren. Tech Lounge Weekly ist dann angesagt und ja, wir hauen raus über Twitch, YouTube Live, Periscope, Facebook. Hast du nicht gesehen. Die Jungs von der ESL hier aus Taiwan waren gestern da gewesen und die bauen uns was richtig Schönes hier hin. Dazu muss ich natürlich auch eine ganze Menge Kartons ausbauen. Ausbauen ist auch klar. Auspacken. Und was ich gerade gefunden habe, ist unter anderem auch noch einen alten Xbox 360 Controller. Die werde ich wieder aktivieren, womit wir eigentlich, meine Güte, ich mache Übergänge sensationell, beim nächsten Thema sind. Und das ist ein Spiel. Es ist ein Augmented Reality Spiel, nennt sich Project Father IO. Auf Indiegogo drauf, ist schon komplett gefundet und das werde ich auf jeden Fall sowas von hier ausprobieren mit den ganzen anderen Kollegen und dann werden wir ein Video davon machen. Aber ein Video gibt es natürlich schon. Was man damit machen kann, schauen wir uns jetzt an. Werden ja immer beliebter. Hier haben wir noch eine, die ist auch schon so 2 Jahre alt oder so. Eine von den ersten Ghost Drones, die ich kennengelernt habe und ausprobieren durfte. Mittlerweile haben wir 2 oder 3 davon. In der letzten Woche, ich sollte ja in New York sein, da wurde die DJI Phantom 4 vorgestellt. Und das ist so ziemlich das Abgefahrenste, was es zurzeit auf dem Drohnenmarkt gibt. Denn mit den ganzen Sensoren, die eingebaut sind, kann sie autonom um Objekte drumherum fliegen und DJI hat da ein ganz, ganz schönes Video gemacht. Creativity is at the heart of every dream, but once the idea is born, you must race against time to bring it to life. DJI introduces the next evolution in speed and intelligence. The Phantom 4. With elegant design dedicated to performance and precision, the Phantom 4 allows you to focus on being as creative as your heart desires. The Phantom 4 combines beautiful design with speed and power, making it the world's most advanced quadcopter. A powerfully integrated sensory network is at the heart of the Phantom 4. Artificial intelligence commands an advanced obstacle avoidance system with front-facing cameras that detect obstacles up to 50 feet away. This innovation takes the fear out of flying. Soar at the speed of imagination.
Das war sie auch schon, die 8. Ausgabe der 1&1 Take Week aus dem bitterkalten Taipei. 16 Grad, naja, okay, bitterkalt ist es nicht. Aber mit kurzer Hose, mit kurzen Händchen, nee. Nächste Woche bin ich dann in Hannover auf der CeBIT. Und zwar streamen wir da mit der Tech Lounge jeden Tag von etwa 9 Uhr bis abends 18 Uhr. Da sagen wir besser mal 10 Uhr, ich will da mal ein bisschen schlafen. 5 Tage lang, feinste Tech Talk, honorigste Gäste sind am Start. Ich habe es ja schon angekündigt. Und dann bekommt ihr mich aus Hannover zu Gesicht. Ihr könnt uns da natürlich auch besuchen. Wir sind in der Halle 2 am Intelstand. Oben, 2. Etage, neben der Blockhütte, ist das Tech Lounge Studio. Habt ihr Fragen, habt ihr Anregungen zu dieser 8. Ausgabe der 1&1 Tech Week, dann einfach unten in die Kommentare. Und ansonsten möchte ich euch natürlich gern darauf hinweisen, das wird hier von 1&1 gesponsert. 1&1 hat unten auch entsprechende Links in der Beschreibung drin. Und da könnt ihr unter anderem auch das Galaxy S7 Edge im 1&1 Shop finden. Also das Gerät, was wir gerade vorgestellt haben, beziehungsweise was bei uns das erste Smartphone ist, das erste Phablet ist, das jemals 9 Punkte erreicht hat in den Testberichten. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr uns einen Thumbs Up gebt, ein Like, ein Share, ein Plus 1, ein Hasse nicht gesehen, ein Retweet. Kloppt die Nummer raus, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sage ich bis nächste Woche. Ich bin nach wie vor Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen. Drohen. Ja, das war klasse. Drohen. Werden immer spannender und sind überall am... Was passiert mit dem... Kann doch mal! Mann! Du musst doch auch... Fuck. Scheiße. Ja, das war natürlich ganz schlau.